So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator. Und ich würde sagen, wir beginnen den heutigen Part einfach direkt erstmal damit, uns hier jetzt ein paar neue Komponenten, die wir im letzten Part freigeschaltet haben, beziehungsweise im letzten Part hier im Story-Modus freigeschaltet haben, die schauen wir uns jetzt erstmal an. Und wir beginnen direkt mit den ganzen Cases, denn ich habe mir schon die ganze Zeit gefragt, wann schalten wir endlich diese Special Cases frei, die unter anderem aus DLCs kommen, unter anderem aber auch gratis verfügbar sind. Also ein Teil davon hatten wir ja schon, aber wir hatten eben noch nicht alle davon. Unter anderem halt, ja, die hier alle noch nicht. Wir hatten, glaube ich, Extinction Wars und Organ Collector oder zumindest die kleinere Version von den jeweiligen schon bei dem H510i, glaube ich. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, deswegen kann sein, dass die auch insgesamt jetzt hier für uns neu sind. Auf jeden Fall haben wir jetzt diese ganzen schicken Cases hier. Und ich würde sagen, das war es doch auf jeden Fall mal wert, denn ich wollte schon immer eigentlich in einem dieser Cases, also in dem Dead Stick oder Good Company Case bauen. Und bisher hatten wir dazu einfach noch nie die Möglichkeit, weil wir die einfach nicht freigeschaltet haben. Ich kann aber gerade mal schauen. Ja, ist tatsächlich neu. Und beim H500, okay, da hatten wir das Reanimator und das Split, aber ich glaube, das sind so tatsächlich sonst unsere einzigen, was mich ehrlich gesagt so ein bisschen verwundert hat, dass wir die jetzt erst so spät freischalten, weil, naja, manche Leute, die sich das als kostenloses DLC runtergeladen haben, hätten das vielleicht gern früher gehabt, aber hey, dann eben nicht. So, zusätzlich haben wir zwei neue RTX 2080 Ti freigeschaltet. Die finden wir erst hier drüben im Wasserkühlungsshop. Und das müssten hier die zwei Alpha-Cool-Versionen der Karten sein, die ehrlich gesagt weder günstiger sind, noch kleiner, noch weniger Strom verbrauchen oder einen höheren Takt haben. Sie sind einfach relativ gleich zum Rest auch. Also wir bekommen nichts besonders im Gegensatz zu den anderen Dingern. Oh, hatten wir vorher gar keine 2080 Ti? Das kann sogar sein. Weil wir haben die hier auch gerade erst freigeschalten, sehe ich. Sonst haben wir noch ein paar Kühlmittel freigeschalten. Die sind jetzt nicht so super krass special. Eine Sekunde, ist das die von Zotac? Arctic Storm? Ja, okay, wir hatten anscheinend vorher wirklich keine 2080 Ti. Ich habe gedacht, wir hätten schon welche gehabt. Aber anscheinend nicht. So, dann haben wir beim H700i bei dem Case auch noch die Black and Blue Variante, die sieht schick aus, hier bekommen. Und den müssen wir auf jeden Fall auch demnächst mal bauen. Und wir haben noch ein paar neue 2080 Ti's bekommen, unter anderem von EVGA. Und zwar muss ich jetzt mal schauen, 2080 Ti, das müsste die Black Edition sein. Ja, Black Edition Gaming, damit haben wir mehr oder weniger eine Budget 2080 Ti. Ich kann ja mal gerade schauen. Ist das die günstigste? Nee, aber es ist die günstigste, die nicht die Founders Edition. Ah nee, das hier ist nur eine 2080. Okay, dann ist es die günstigste, die kein Blower Design ist. Und ganz ehrlich, wir wollen keine Blower Design Karte irgendwo einbauen, außer wir haben keine andere Wahl. Und wir haben auch noch eine neue Karte hier von Gigabyte bekommen. Und das müsste dann hier die sein, ja. Die hatten wir vorher auch noch nicht. Damit wären wir bei den Komponenten erstmal durch und schauen dann mal ganz kurz hier vorbei auf eBay, um zu gucken, ob hier irgendwas Interessantes mit dabei ist. Und ich muss tatsächlich sogar sagen, ich würde bis auf die 1080 Ti, ich glaube, wir haben schon ein paar alte gebrauchte High-End-Karten. Ja, wir haben hier eine 1080 Ti, eine gebrauchte. Wir haben eine gebrauchte 2080. Wir haben noch eine gebrauchte 1080 Ti, noch eine und noch eine normale 1080. Da brauchen wir, glaube ich, wirklich keine. Aber ganz ehrlich, die SSDs, warum nicht? Ich meine, wir haben gebrauchte SSDs, aber manchmal braucht man auch nicht NVMEs. Da nehme ich die einfach mal mit und ich würde mal schauen, haben wir bei der Wasserkühlung. Das hier ist eine Corsair Hydro X.
würde ich tatsächlich vielleicht auch nochmal eine, obwohl wir haben, ja doch, vielleicht, falls jemand wirklich einen günstigen Bild oder sowas will, nehmen wir es auch einfach gerade mal mit. Kann ja passieren. So, jetzt müssen wir mal schauen. Sekunde, sind das ernsthaft zwei gleiche PCs zum gleichen Budget? Wow. Wow. Okay. Nee, hier Mindestanforderung, hier empfohlene Spezifikation. Aber ganz ehrlich, für das Geld kriegt sowieso jeder mehr oder weniger High-End-PC. Aber das sei jetzt erstmal so dahergesagt. Erstmal lesen wir hier das. Kennen Sie sich mit Computern aus? Ja, ich will es mal hoffen. Neulich habe ich meinen PC gekillt. Könnten Sie sich die Sache für mich mal ansehen? Ich habe keine Ahnung, wo der Fehler liegt. Die Lüfter arbeiten alle nicht und auch die Festplatte scheint nicht zu laufen. Ziemlich merkwürdig, oder? Außerdem brauche ich den Rechner spätestens in 12 Tagen zurück. Gut, das kriegen wir gerade so hin. Vielleicht habe ich einen falschen Link angeklickt. Ich mache mir Sorgen wegen Gebrauchteilen. T-Weiser. Gut, da würde ich jetzt erstmal persönlich sagen, ist wahrscheinlich irgendwas mit dem Mainboard. Denn dass die Lüfter und die Festplatte gleichzeitig kaputt ist, halte ich für nicht sehr wahrscheinlich. Oder ist es das Netzteil? Ich würde tatsächlich einfach mal beides kaufen, weil, ja gut, beim Netzteil ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir es tatsächlich, falls wir es jetzt in dem Fall nicht brauchen, sonst irgendwann mal nutzen, nicht so super hoch, weil wir brauchen einfach fast nie 1000 Watt Netzteil. Beim Mainboard ist das aber gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir irgendwann mal wieder einen guten alten Intel-Bild machen und dann können wir auch gerade einfach so ein Z390 Board von MSI nehmen. Edge AC, das ist das hier. Hoffen wir mal, dass eins der zwei Dinge das Ganze ist. Vielleicht beides, aber sonst hoffentlich nichts weiteres. Das wäre mir zumindest ganz lieb. Und jetzt kommen wir zu den zwei Hateful Boyfriend, A School of Hope and White Wings. Sehr, sehr langer Name. PCs. So, was schreibt die Person denn? Ich brauche Hilfe. Können Sie mir einen Computer bauen? Ich habe Hateful Boyfriend, A School of Hope and White Wings bereits bestellt. Ich kann es kaum abwarten. Schaffen Sie das bis morgen. Ich bin ein totaler Fan von Seagate. Wie ich höre, verwenden Sie auch Gebrauchteile bei PCs. Bei mir aber bitte nicht. Ciao, Dörte. 2250 und du willst unbedingt noch was in Seagate. Warum? Warum? Warum willst du eine HDD? Ich meine, wir haben HDDs, aber warum? Ja, wir hätten nur noch eine da, dann kaufen wir gerade noch eine zweite. Eine will ich mir immer so vorbehalten, falls wir die zur Not irgendwo brauchen, um was auszutauschen. Damit wären leider schon mal $60 unseres Budgets weg. Ich würde aber trotzdem ganz gerne ein relativ schickes SSDchen da drin haben. Das wäre die hier. $140. Netzteil reichen uns locker 650, ja sogar 550 Watt eigentlich. 550 Watt reichen auch. Ich würde mich am ehesten auf AMD fokussieren. Ja, klar, AMD suchen. Ich meine natürlich hier AM4. So. Ist zufälligerweise eins der Mainboards, die wir da haben, neu und für irgendeine Plattform, auf der wir was bauen wollen. Also ein relativ kleines System. Hatte ich jetzt so im Auge. Gut, dann können wir das B450i Gaming Plus AC nehmen. Okay. So ein bisschen schnellerer RGB-Rahmen. Dann nehmen wir einfach mal den hier von Gigabyte. Der bietet sich an, weil da gibt es nicht so viele verschiedene Geschwindigkeiten, die wir bisher freigeschaltet haben. Ich glaube, die gibt es auch grundsätzlich einfach nicht hier im Spiel. Deswegen nehmen wir den einfach gerade, wenn wir ihn schon mal kriegen können. Beim Gehäuse muss ich mir noch Gedanken machen. Micro Tower.
Stimmt, wir haben wir irgendwann mal im Crystal Series 280X gebaut? Ich glaube tatsächlich nicht. Nehmen wir das einfach gerade mal als Möglichkeit dafür. Das ist ATX und PSU-Länge ist 180 mm. Das passt hoffentlich. Ich verlasse mich jetzt einfach mal darauf. Das haben wir maximal GPU-Länge. Das geht alles klar. Also als CPU würde ich wahrscheinlich einen 2700X holen. $390. Als Kühlung wahrscheinlich irgendeine 240er AEO, weil da stand ja, dass zwei 120er Lüfter theoretisch ins Case reinpassen. Also würde sich das anbieten. Kann ich hier nicht nach Radiatorgrößen? Schade, ich habe gedacht, ich könnte nach Radiatorgrößen suchen. Also RGB hätte ich schon ganz gerne drin, mit einer weiterhin ganz okayen Performance. Und dafür kann ich eigentlich nur die hier von Gamerstorm oder die von Silverstone einbauen. Und die von Gamerstorm hat noch eine bessere Performance, dann nehmen wir die einfach gerade mal. Mainboard haben wir ja schon, RAM haben wir auch schon. Eigentlich müssen wir soweit jetzt schon fast nur noch die Grafikkarte einbauen. Beziehungsweise einen Plan erstmal. So, was kriegen wir denn fürs Geld? Eine 2070 ist ein bisschen schwierig in dem Preisbereich. 2070... Na ja gut, wenn wir halt einen günstigeren nehmen. Die Super Mini könnten wir nehmen oder halt eine Founders Edition. Aber wisst ihr was, wenn wir sowieso schon ein relativ klein Bild vom Case her bauen, dann könnten wir auch gerade einfach hingehen und eine kleinere Karte nehmen, dann sieht die nicht so überdimensioniert aus. Ich würde noch mal schauen, ob wir noch ein paar Lüfter da haben, die RGB sind. Ja, wir haben noch ein paar von Inwin da, wir haben Raijin Tech da und wir haben sogar Corsair und MSI da. Aber wir haben einfach viel zu vielen von denen bei MSI. Okay. Nehmen wir das mal an. Und dann hätten wir den Build eigentlich soweit fertig. Ich könnte auch gerade einfach mal schauen, was das Spiel so abverlangt. Aber ich glaube, das kriegen wir locker hin. Ja, das ist ja nichts. Ein Pentium G4520 nur 1050. Wow, das ist ja wirklich nichts. Aber okay, kommen wir mal zum zweiten Bild. Sie arbeiten mit Computern, stimmt's? Schön, dass die das alle fragen. Kennen Sie sich mit Computern aus? Können Sie mir einen Computer bauen? Ach, die Person schreibt das sogar genau gleich. Wahrscheinlich hat der Person das einfach zu lang gedauert. Sie hat es dann am gleichen Tag nochmal bestellt, will uns diesmal nur weniger Geld geben und schreibt unter einem falschen Namen. Ihr war es peinlich, dass sie Seagate hier reingeschrieben hat und eine HDD will. Deswegen hat sie hier sich jetzt für Asus entschieden. Das habe ich jetzt gerade beschlossen. Ja, können Sie mir einen Computer bauen? Ich freue mich unheimlich darauf. Hateful Boyfriend, A School of Hope and White Wings endlich mal spielen zu können. Ich habe gelesen, Teile von Asus sind richtig gut. Könnten Sie diesen Auftrag bitte vorziehen? Alles Liebe, Katharina. $2250, das ist noch machbar. Wie in dem anderen Fall ja auch. Hier könnten wir jetzt tatsächlich aber auf ein Intel-System setzen. Und du hast ja nicht gesagt, dass du definitiv keine Gebrauchteile im PC haben möchtest. Das heißt, wir könnten ein bisschen alten Müll rauswerfen. Könnte halt auch solche alten Skylake-Dinger loswerden. Ich glaube, ich werde tatsächlich ein paar alte Komponenten einfach los, aber ich habe keine Skylake-CPUs mehr da. Aber diese Mainboards hier sind alle leider nur Skylake. Das ist natürlich nicht so cool. Muss ich jetzt ernsthaft fürs Mainboard im Grunde einen neuen Bild draus machen? Oder ich kaufe einfach eine alte CPU.
Wollen wir ein bisschen, ich würde sagen, wir übertreiben so ein klein wenig, was die CPU-Power angeht. Wir kaufen der Person einfach ein 6700K und alles andere, würde ich jetzt einfach mal spekulieren, haben wir soweit da und können einfach alte Komponenten dafür nutzen. Gut, wir sollten vielleicht noch ein, zwei mehr Budget-Netzteile kaufen, das wäre keine schlechte Idee. Aber sonst haben wir ja wirklich alles da. Da haben wir zur Not auch noch ein paar Sachen. Gott, Grafikkarten, gebrauchte RAM. Ist alles da. Obwohl, Sekunde, ich sollte vielleicht schauen, bevor ich so, einfach das dahin sage. Haben wir irgendwas von Asus da? Nein. Gut, Asus macht sonst ja nicht wirklich was, was es hier im Spiel gibt. Es gibt zwar ein Asus-Netzteil, aber das ist nicht im Spiel. Da habe ich das mal so schnell gesagt. Wir brauchen irgendwas von Asus. Auf eBay, das war nichts von Asus. Ja, schade, das MSI. Haben wir von Asus was anderes? Hier 5600 XT, 5700 XT sogar. Wisst ihr was? Wir bauen einfach tatsächlich mal eine 5700 XT da rein. Weil ich jetzt einfach Lust drauf habe. Und soweit passt das sonst eigentlich. Also, die Lieferung am nächsten Tag ist total okay. Und ups, das wollte ich nicht. Dann können wir hier unser Büro schon mal verlassen und am nächsten Tag zurückkommen. Vielleicht schaffen wir es ja wenigstens noch, die Diagnose bei diesem einen PC mit dem Problem durchzuführen. Ich glaube nicht, dass wir hier noch einen der anderen PCs zusammengebaut bekommen. Aber dann können wir das ja im nächsten Part erledigen, dass wir ja wahrscheinlich sogar erstmal den wir es überwiegend gebraucht haben, zusammenbauen. Denn die finde ich ehrlich gesagt immer ein bisschen interessanter, wo wir ein bisschen schrottlos werden können, den wir eigentlich nur noch rumliegen haben, weil ja, irgendwann hat man bei einem System was ausgebaut oder damals bei eBay was eingekauft und gedacht, ja, das kriegen wir bestimmt irgendwann noch los. Und dann haben wir plötzlich mit Level Up so viel neues Zeug freigeschaltet und dann wurde es ein bisschen unnötig. So, was haben wir hier? PC geht schon mal direkt nicht an. Das könnte ein Zeichen fürs Netzteil oder eben fürs Mainboard sein. Ich würde jetzt erstmal nach dem Netzteil schauen, weil das kleinere Problem ist zum Austauschen. Es ist tatsächlich unter anderem das Netzteil zumindest mal. Also ich glaube, Kabel wollte keiner irgendwelche besonderen Sachen. Ja, das hier muss passen. Orange. Und dann das Netzteil wieder einbauen. Bitte lauf einfach wieder. Wäre sehr schön. Das hat schon mal besser funktioniert, als ich erwartet habe. So. Virenscanner, du hattest hier irgendwas davon gesagt, dass du ein Virus hast. Was du? So. Währenddessen könnten wir auch einfach mal hier vorbeischauen. Ein Case brauchen wir keins. Ich bin mir nicht sicher, ob ich gebraucht Wasserkühlungshardware will. Aber wir könnten halt auch irgendwann so einen krassen Gebrauchteil-NPC bauen. Nehmen wir tatsächlich jetzt einfach mal mit. So. Das hätten wir damit. Dem PC geht's gut. Der kann weg. 5 Sterne. Offenbar wussten sie genau, was mit deinem PC nicht stimmte. Und schon seit Tagen keine einzige Fehlermeldung mehr. So wünsche ich mir das. So gelobe ich mir das. Und wir haben sogar einen sehr beträchtlichen Betrag an Geld bekommen. Für diese Reparatur, die eigentlich sehr, sehr lächerlich wenig zu tun war. Ich beschwere mich nicht. So, das kann weg. Und dann können wir eigentlich sogar noch den einen PC machen. Ich muss mal kurz schauen.
Die Launenhaft, das ist der PC hier. Oh, wir haben da noch dieses super billige Silverstone Case da. Obwohl das Mainboard ist halt auch... Ach, das ist noch ein ganzer alter PC. Warum haben wir einen PC mit einer GT 1030 und so weiter hier? Sekunde, ist das dieser ganz, ganz, ganz schlechte PC, den ich irgendwann irgendwo mal bekommen habe oder irgendwann mal nachgebaut habe? Ja, das ist der, ne? Warum habe ich noch einen PC mit so grottiger Hardware? Warum wundert es mich übrigens nicht, dass die GT 1030, natürlich, könnte es denn auch anders sein, zu schlecht dafür ist? So ein 6700K, wir wollen ja schon, dass das Teil wenigstens irgendwas kann. Jetzt sogar noch dieses krasse Board, was überhaupt keinen großen Unterschied zu dem macht. Aber wisst ihr was, wir bauen schon das etwas bessere Board hier ein. Denn dann können wir auch ein bisschen schnelleren RAM nutzen. So. Auch wenn es nicht wirklich einen großen Unterschied macht. So, so. Na, das Kabel hier kommt weg. Niemand will in so einem Case, bei so einem Bild, bunt Kabel. Das versichere ich. So, jetzt schauen wir mal. Dual-Channel-RAM ist nicht zwingend notwendig. Zumindest nicht für diesen Bild. So, wir könnten in dem Fall hier diesen Corsair Dominator Platinum nehmen, weil der gerade sowieso schon auf 2800 MHz läuft, was zufälligerweise ja genau die Geschwindigkeit, nee, nicht 2800, sondern 3000 MHz läuft, was zufälligerweise genau die Geschwindigkeit ist, die das Mainboard unterstützt. Dann schauen wir mal, wo wir hier irgendwelche CPU-Kühler loswerden, die wir sonst nirgends nutzen wollen. Ernsthaft? Der hier passt nicht. Na okay, okay, ich kann es nachvollziehen, es ist kein so großes Case. Den hier brauchen wir vielleicht für irgendeinen relativ flachen PC. Obwohl das System sich natürlich schon ein bisschen übertakten lassen sollte. Ich würde es zumindest gerne mal probieren. So, wir werden endlich nach einem Jahrzehnt unsere Corsair 4 Series los, die wir schon ewig hier rumliegen haben. Dann, weil du es unbedingt haben wolltest, hier deine Asus-Grafikkarte. Netzteil müssen wir aber ein bisschen anders arrangieren. Mit einem 250 Watt Netzteil kommen wir da nicht besonders weit, ehrlich gesagt. 550 Watt sollten reichen. Wir könnten vorne noch ein paar hässliche Lüfter reinklatschen. Du hast sogar da oben noch einen Laufwerkschacht. Lüfter. Passen da sogar 140er rein? Da passen sogar 140er rein. Irgendwelche gebrauchte Billiglüfter? Oder sind das alles neue? Alles neu, wow. Sekunde, das Teil müssen wir echt nicht weiter auf eBay lassen. Das wollte wirklich niemand. Ernsthaft? Ich hab
Wofür habe ich jetzt kein Kabel? Oder ist das nur, weil ich die Frontblende nicht dran habe? Ah, okay. Wollte gerade schon sagen. Also dieses System ist beautiful, würde ich sagen. Ah, das war diese SSD. Da hatten wir die, glaube ich, her. Ja, ja, okay. Schön, dass wir das Zeug da noch drauf haben, alles. Wir könnten ja mal schauen, was wir hier rausholen. So, wir haben endlos Run. Bisschen was muss schon drin sein. 62 Grad. 75 Grad. Okay. Langsam wird's interessant. 85 Grad. Vielleicht dann hier nochmal ein bisschen was beim Speichertakt. Und das war zu viel. Dann wissen wir das ja schon mal ungefähr, was wir da rausholen können. Ach ja, stimmt. Klar, bei dem Mainboard konnten wir nicht übertakten, aber ist ja nicht schlimm. Wir haben... 2600K, aber dramatisch ist das jetzt nicht. Wir werden jetzt so oder so sehen, was wir mit dem System rausholen können. So. Sind das noch akzeptable Temperaturen? Ziemlich genau 90 Grad. Das sollte eigentlich noch okay sein. So, probieren wir es mal. Ah, das sieht doch schön aus mit den knapp 15 Frames, die wir da rausholen. Gut 15,5 Frames. Wie gestehe ich dem PC noch ein? Mal schauen, aber wie viel wir beim Grafiktest gleich rausholen, weil das ist ja eigentlich eine halbwegs... moderne Grafikkarte. Ich wollte unbedingt auch noch mal ein bisschen öfter eine AMD-Karte hier zeigen, weil momentan sind die ja nicht wirklich competitive im Gegensatz zu den Nvidia-Karten, nicht zumindest nicht im High-End-Segment. Und deswegen können wir die entweder nur bei PCs nehmen, die ein bisschen älter sind, oder wo wir jetzt nicht sagen, also wo der Kunde jetzt nicht sagt, ja, ich will 10.000 Punkte. Und ja, da können wir die halt dann schlecht nehmen. Weil die sind zum einen relativ teuer, sprich SLI bzw. Crossfire, kommt nicht in Frage. Und gleichzeitig haben sie halt keine so hohe Performance und noch einen riesigen Stromverbrauch und lassen sich nicht gut übertakten. Weil ich habe es jetzt schon verpasst. Wir sind schon im zweiten Test. Hier haben wir knappe 50 Frames. Das bedeutet, wir müssen im Test davor so gute 55 Frames, 56, 57 gehabt haben vielleicht. Vielleicht sogar in die Richtung 60. Also ist doch eigentlich ganz solide. So, 8000 Punkte, wow. Ich meine, und die GPU hat sogar 9200 abgeliefert. Ich hätte gedacht, die CPU bremst tatsächlich noch mehr aus, aber das ist sogar noch so okay, dass ich sagen würde, den PC kann man in der Form schon nehmen. Muss man nicht nein sagen. Nicht zwingend. So, aber den können wir eigentlich dann auch schon wegtun. Ich meine, wir haben jetzt nicht wenig Geld für den PC ausgegeben, also so ist nicht. Aber schon sehr schön, würde ich sagen. So. Dieser neue Computer ist echt erstaunlich, bis darauf, dass halt uralte Hardware zum Teil drin ist, aber hey. Du willst ja kein aufwendiges Spiel spielen, also ist das okay. Dann würde ich sagen, bauen wir im nächsten Part einen PC in diesem sehr, sehr schicken Case. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Das wird ein sehr, sehr cooler PC. Lasst mir doch gerne ein Abo da, damit ihr den nächsten Part nicht verpasst, wo wir, wie gesagt, in diesem sehr, sehr schönen Crystal Series 280X einen PC bauen. Lasst auch gerne ein Like da, wenn euch der heutige Part schon gefallen hat. Und dann sehen wir uns nächstes Mal hier zurück bei PC Building Simulator oder natürlich bei einem anderen Projekt. Bis dann und ciao.